Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wir wollen diesmal Dragon Quest anzocken. Nicht wundern, dass es bei mir in der rechten Ecke ist, die Anzeige. Ich spiele, wie ihr seht, gerade auf der PS5. In 4K ist es natürlich. Und HDR hat es auch. Wir wollen nur ein kleines gemütliches Anzocken machen. Ich will nicht zu viel davon verraten. Also Dragon Quest 11 X, nee, 11 S. Ewigkeiten kein Dragon Quest mehr gespielt. Das ist aber laut. Ist etwas laut. Regeln zum Streaming des Spiels. Okay, also da sind die Regeln. Ja. Gib einen Namen. Okay. Auch geil, im 2D-Modus auch. Oh, das ist ja voll retro, ey. Ich weiß gar nicht, wann ich damals das letzte Dragon Quest gespielt habe, ey. Ich würde sagen, wir nehmen halt mal den 3D-Modus. Da beginnen wir sie fahren. Fernseher kann ich an, also können wir bestehen, den können wir Standard lassen. Jetzt würde ich gerne den Ton einstellen, weil es ein bisschen laut ist für mich. Ich hoffe, das ist in der Aufzeichnung jetzt nicht so laut wie bei mir hier. Whoa!
Ich warne euch schon vor. Mit viel Lesen. Viel Text. This child is the one. There's the mark. There's no mistaking it. Schön aus. Oh. Ich bin alleine. Ist meine Schwester tot? Also ich denke mal, das war meine Schwester jetzt. Also, ich rede jetzt aus der Innis. Was ich mich da beschützen sollte. What are you doing here? And after that awful storm too. However did you survive? You're a jolly one. This. You poor thing. Come here. Come here. There's no need to be frightened anymore. Damit du weißt, wer das ist. Safe now, little fellow. Jahre später. Thanks so much, you're a lifesaver. Trust me to lose my headscarf just before the big ceremony. Ich halte aber mal drauf. Wir wollen uns jetzt nicht so viel spoilern, wir wollen ja nur reinkicken. Thank you.
kriege das jetzt mal im Aufnahmeprogramm hier runter. In die Hoffnung, dass das in der Aufnahme dann auch so ist. Weil ich habe keine Möglichkeit jetzt hier. Gut. Ich habe jetzt keine Möglichkeit. Ich habe die Kamera automatisch gemacht. Denn auf Kreis springen, bitteschön. Wenn dann ist es X. Ja. Ich will nur voran. Ich will. Also. Wir haben jetzt hier keine Einstellung großartig, dass ich hier leiser machen kann. Ich hoffe, das ist wirklich in der Aufzeichnung denn leiser. Weil ich das Spiel schon sehr laut finde. My granddad's been teaching as long as I can remember. I just wonder. Well, not to come on. Oh. Ich will jetzt nicht so viel gespoilert werden. Ich will es ja nochmal richtig spielen. Das ist halt so wie die alten Final Fantasy. Seht ihr ja, du bist jetzt rundenbasiert. You can do it. Das kennt man ja noch von den alten Final Fantasy Teilen. Also ich jedenfalls, aber ich weiß nicht, ob ihr noch kennt. Damals war das auch so. Ach, guck mal an. Ich glaube, ich muss die Steuerung doch noch mal ändern. Wir hatten ja doch nicht am Anfang irgendwie die Möglichkeit, also die Steuerung jetzt anzupassen. Laut leise und so war gar nicht. Ach, da ist schon wieder so viel.
just a thought, but fancy a chat, do you? It's just a thought, oh, but... Steuerung ist echt. Ich muss das noch wegmachen. Sorry, Gemma. I only... Lass uns jetzt nicht so viel spoilern. Geht ja nur um Grafik, Sound und so. Ah, hier ist was.
Here we are at last. It's such a shame about the weather. Well, we better say the prayer and get this ceremony over with, eh? What was that? Das sieht nicht gut aus. Hat mir erschreckt, ey. Help! Help me! Help! Kommt der Flipper Kohle schon wieder. Ich habe den Vogel erstmal gebraten. Ich hoffe, der knallt unten hier so doll auf. Macht das Fleisch kaputt. We're alive. Na komm, frag schon mal das war. How? That great big flash of lightning. It was. Look! The... Oh, it stopped. Well, we can worry about that later. All I know is that you saved me yet again. Now, we really had better... Humble folk of Cobblestone. Great land spirits, hearth and home. Lift your voices up in prayer. Sing it across all our drear. Blessed are we since days of yore. Let it be so forevermore. It just goes on and on and on. Genau, Dragon Quest ist von 2017, also 11. Whoever dreamed up this ceremony must have had this in mind. They wanted to show us how huge our world really is. Well, that's it. It's all over and now we're grown-ups. Should we head down and tell Grandad and everyone? They'll all be waiting for us at... Ich guck gerade, ich weiß nicht mehr, welches Dragon Quest ich damals gespielt habe. Ich hab's. Ich hab's. Das ist Dragon Quest 8.
Das war's, auf der PS2. Das habe ich gespielt. Ich zeige euch mal kurz das Bild. Das habe ich damals gespielt. Aber das ist, wie gesagt, boah, ist das ewig her. Ich guck mal nach, wann der Release war. November 27. 2004. Also ist schon eine kleine Weile her. Eine winzig, winzig kleine Weile her. So um die 16 Jahre. Steuerung ist schön. Außer halt jetzt, das, wie ich es mir eingestellt habe, ist mir ein bisschen doof. Muss ich mal nochmal einstellen. Also schöne Umsetzung. Endlich erwachsen. Okay. Und eine Trophäe gab es auch. Man kann auch, wie damals bei Final Fantasy kommt, hat man hier, dann baut man sich nicht mehr. Also kriegt man hier dann nach und nach andere, die mitkommen. Und dann hat man halt ein Team von mehreren Leuten, die halt doch am besten anders geskillt sind. Um das halt alles ein bisschen besser zu machen, aber. Da haben wir Systemeinstellungen. Oh, herrlich. Oh. Dann machen wir halt darauf. Auf 2 reicht komplett aus, Soundeffekte. 6. Wir haben halt nur Englisch und Japanisch bei den Stimmen. Ist auch alles gespeichert. Kamerasteuerung, die machen wir jetzt mal wieder alles normal. Beichte. Speichern, okay. Thank you.
deswegen habe ich damals mit so einer Art Spielen aufgehört, weil mir das immer viel zum Lesen war an der PS2 und PS1. PS3 habe ich es ab und zu mal noch gespielt. Gucken wir uns mal die klassische Variante davon an. Slot 2, den nehmen wir aber auch Odin. Habt ihr beides mal gesehen? So, und da nehmen wir jetzt die klassische 2D-Variante. Ich bin auch mal gespannt, ob es jetzt der gleiche Anfang sein wird. Kennen wir ja schon, den brauchen wir jetzt hier die Videos nicht noch mal machen. Jahre später. Also das holt ihn immer mal wieder so auf den Boden der Tatsachen und man merkt, was man an der PS5 eigentlich hat, weil da sind die Ladezeiten nicht so. PC-Tisch an. So. Also entweder hat es sich jetzt... Nee. Hat was. Die Farben sehen schön aus. Also ist jetzt wirklich so wie damals. Also das sind die beiden, die labern uns genau wieder das gleiche voll. Da sind die Kinder. Da ist der Schrein. Den zeigt er uns jetzt so, aber wenigstens an. Nochmal die ganze Quatsche mache ich jetzt mal weg. Wir wollen uns nur... Hier haben wir aber keine Kiste dahinter. Müsste der erste Kampf gegen die blauen Viecher kommen, oder? Ja. Also es sieht beides sehr schön aus, muss ich sagen. Aber mir fällt es persönlich gerade momentan in
dem alten Look hier gerade gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ist aber wieder so laut. Sie haben ein Steuerkreuz. Schön, was für eine Wohltat. Oh. Also laut ist es wirklich extrem. Ach so, okay. Also hier sehen wir die Viecher dann nicht. Wir sehen. Bei der 3D-Variante sehen wir die wenigstens rumlaufen und können ausweichen. Aber hartnäckig. Aber der Hund kämpft diesmal nicht mehr, so wie es aussieht, oder? Doch. Jetzt ist er weg. Entschuldigung, aber ich glaube, ich werde ein bisschen krank. Ach, hier die Zeichnungen an der Wand sind aber auch da. Ach, ich doch schon wieder. Ist halt gut, um ein Level aufzustellen, klar, aber. Ist halt doof, wenn du irgendwo hin willst und andauernd ploppen irgendwelche Typen auf. Ein kleiner Hinweis wäre nicht schlecht, dass da einer ist, dass man den irgendwie umgehen kann oder so.
Vielleicht mal wieder ein Kampf. Na, wusste ich doch. Das war auch ein Grund, warum ich Final Fantasy damals nicht mehr weitergemacht habe. Weil mir das angekotzt hat, immer wenn ich irgendwo hin wollte. Weil gerade storymäßig irgendwo was war oder so. Andauernd konnte es keine Meter laufen. Aber Final Fantasy hast du teilweise wenigstens ja noch gesehen. Da sind sie ja welche rumgelaufen. Später denn. Also rein vom Spaßfaktor macht mir die Version mehr Spaß, obwohl mich das annervt, dass die da andauernd auftauchen. Wenn man da jetzt vielleicht noch irgendwie, dass man auf der Karte, wo man dann läuft, diesen blauen Glitzer da zum Beispiel, kann sie auch darstellen, dass er halt, man muss ja nicht das Monster darstellen, wenn das halt nicht gewollt ist oder so, wegen Optik oder so. Man kann ja dann irgendwie so einen roten Stein oder ein rotes Funkeln, dass man weiß, ach, der, oder vielleicht ein bisschen bewegen, dass man weiß, oh, ich müsste oben lang, dann könnte ich dem ausweichen. Ja, und schon wieder. Also das ist ein Spiel, auch wenn man Ruhe hat zum Spielen. Also jetzt für mich abends im Stream oder so. Ist das nix. Kampf. Schnell. Und wir sind beim Ausgang und trotzdem kommen wir ja. Mit schnell ist schon besser. Also wir müssen uns ja noch da den. Ich weiß gar nicht, ob das hier hoch ist, dass wir uns denn da langhangeln müssen. Ach nee, hier müssen wir nicht. Hier kommen wir gleich zu den Nebelviechern. Schnell ist schon besser. Aber puste gleich auf, mein Schatz. Gleich aufpusten? Ja. Bitteschön. Ich wollte es bei dir
Ach so. Wir müssen eine neue kaufen mit Smiley. Ja, wenn es knallt, dann knallt. Ah ne, doch, jetzt müssen wir hier hoch. Machen. Oh Gott, echt jetzt? Eben sah der so gefährlich auch so groß und hast nie gesehen und jetzt ist es hier so ein kleiner Geier. Ja, jetzt habe ich halt Licht um mich rum, weil die können ja die Hand nicht darstellen in der Pixelgrafik. Ja, das kennen wir ja alles mit der Hand, die leuchtet. Ist mir einfach viel die Leser. Die japanischen Spiele, die sind wirklich von der Story her, sind die wirklich immer total klasse. Ni no Kuni, Final Fantasy und hier. Und auch noch viele andere. Sind wirklich von der Story 1 plus mit Sternchen, ja. Wie man so schön sagt. Aber. Kommen wir zum Aber. Die sind ellenlang und viel Quatsche. Ja, wir können hier nicht mal jetzt irgendwie sagen, hier, ich möchte hier nicht, komm, mach mal hin, laber mich nicht an. Ich mache jetzt einfach mal schnell, das. Uns geht es jetzt nicht großartig jetzt hier um die Story, weil nur das Spielerlebnis. Und mir persönlich, ich sage euch so wie das, mir ist da zu viel, ihr Leser. Ich habe keinen Bock auf sowas. Das heißt aber nicht, dass es kein schönes Spiel ist. Okay, Erwachsenenzeitalter. So. Wir gehen mal hier so, damit man das so sieht. Also mir persönlich gefällt die 2D-Variante besser. Das heißt nicht, dass die andere nicht schön ist. Die andere ist auch sehr, sehr schön. Also eigentlich gefallen sie mir beide, aber jetzt rein so jetzt vom Nostalgiefaktor gefällt mir die halt besser. Ich finde halt schön, dass beide Versionen drin sind. Auf Dauer spielen wäre für mich halt die 3D-Variante, weil da siehst du die Monster, kannst du ausweichen, wenn du keinen Bock hast, so zu kämpfen. Früher habe ich so ein Spiel echt gerne gespielt, mittlerweile nicht mehr so, weil es ist mir einfach viel zu viel gelesen. Ich bin, tagsüber komme ich nicht mehr zum Spielen. Früher konnte ich tagsüber spielen, habe gesagt, hier, Mensch, setz dich hin, mach einen Stock am Tag, hast du Zeit, kannst du lesen, kannst du alles machen. Es ist jetzt momentan so nicht mehr drin. Man ist Familienvater, man hat Kinder. Da will ich abends, sag ich euch so wie es ist, will ich abends einfach nur abschalten können. Ich möchte am besten deutsches Audio, ja, und nicht so viel lese.
Wenn man lesen muss wegen der Story oder so, dann will ich halt, dass sie kurz und knackig gehalten ist und nicht hier 3 Stunden labern, wir holen jetzt einen Keks ab. Und das hat mich immer, also das stört mich momentan an den Spielen. Nee, also stören ist halt zu viel gesagt. Es sind halt schöne Spiele, die leben von der Story, aber für mich ist es momentan nichts. Kurz, knackig, bumm, fertig, aus. Und das ist jetzt, weil ich kann nicht hier sowas abends zocken, weil durch das ganze Laber und so, da zocke ich 3-4 Stunden. Ja, und ich bin vielleicht noch immer in meinem gleichen Dorf. Ich habe noch nichts erreicht, weil alle labern sie mich an und voll und hast nicht gesehen. Ist momentan nicht so wirklich realisierbar. Ich möchte, wenn ich spiele, möchte ich halt wirklich was erleben. Ich möchte auch vielleicht 2-3 Dörfer in 3-4 Stunden zocken sehen. Und ein bisschen, ist jetzt nicht Action, aber ein bisschen was erleben und ein bisschen abschalten können. Und nicht nur 4 Stunden lesen. Ja, also... Was nicht heißt, dass das Spiel schlecht ist, um Gottes Willen. So. Persönlich gefällt es mir. Wenn ich dran denke, ich hätte Zeit, ich könnte wirklich spielen, wenn ich wollte. Persönlich gefällt es mir. In meiner momentanen Situation ist es aber nichts für mich. Ach, komm her. Müsst ihr für euch selber entscheiden. Ich gebe euch keine Wertung vor. Ich sage halt nur, wie es mir persönlich momentan dann mit dem Spiel geht. Aber... Es ist trotzdem ein schönes Spiel. So, das soll es jetzt für Angezockt auch gewesen sein. Wir wollten nur kurz reingucken. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Wir haben ja beide Optiken uns angeguckt. Und ihr habt gesehen, wie viel ihr lese und da so mit bei ist. Dann könnt ihr, denke ich mal, verstehen, warum ich da nicht so den Nerv drauf habe momentan. Oder weil ich einfach nur abtauchen will in Welten und mich vom Tag erholen will. Und da sind so eine Spiele für mich momentan mit dem ganzen Lese. Stressiger. Also das ist jetzt für mich halt nichts, wie gesagt. Trotzdem, schönes Spiel. Ich verabschiede mich jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video-Stream oder was weiß ich. Bis dahin, haut da rein, ahoi. Sagt euer Odin.